Hallihallo, willkommen zurück zu Submerged. So, in der letzten Folge haben wir hier unserem Bruder Taku, der schwer verletzt zu sein scheint, Essen besorgt. Jetzt wimmeln hier auch schon die Fliegen um ihn rum, ob das von den Essensresten kommt oder das Sekret, was diese Wunde absondert. Ich weiß es nicht, aber wir sollen irgendwas finden, was diese Insekten von Taku wieder wegmacht oder diese Insekten verjagt. So, also auch wieder in unser Bötchen. Ich gucke auf die Karte. Wo fahren wir hin? Ich würde sagen, da oben links die Kiste. Die schnappen wir uns jetzt. Ich gerade noch mal schauen. Wir müssen also nach links hinten fahren. Okay. So, also ungefähr in diese Richtung. Fahren wir mal hier um dieses Gebäude rum. So, hier lang. Eieiei, ganz schön enge Gassen hier. Ganz schön wild hier dieses Boot. Gucken wir mal, waren wir hier schon in der Gegend? Wenn nicht, können wir mit unserem Teleskop auch von hier unten einiges rausfinden, wo was versteckt ist. So, diese Richtung müssten wir. Das sehen wir auch oben an dieser Leiste. Aber ich bin mir sicher, dass hier auch was versteckt ist. Da sind so Fahnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon waren. Doch, da waren wir schon, genau. Das sehen wir da links. Also müssen wir uns weiter rechts halten. Irgendein Tier doch gehört. Ja, irgendeine Kreatur, die wir abhaken können. Nein, können wir nicht. Okay. Dann fahren wir mal weiter in diese Richtung hier. Das müsste das Gebäude sein. Da sehe ich doch schon so rote Ranken. Hier ist etwas. Bist du etwas, was ich sammeln kann? Dieses Tierchen. Scheint schon wieder weg zu sein. Egal. Dann gehen wir mal hier drauf. Kantriff Stahl. Okay. Oh, hier diese Rohre hoch, wenn die mal nicht abgehen, no. Da hätte ich aber ganz schön Schiss vor. Da ist eine Leiter, da kämen wir hoch, da geht's nicht weiter. Okay. Und dann schnappen wir uns die Leiter. So, und schnappen uns mal von hier unser Fernrohr. Oh, da wird schon direkt was gefunden. Aber leider nur immer diese Propellerteile. Ganz nett, die geben Boost für unser Boot, aber pff, schon gerne neue Kisten entdeckt. Das wäre mir sehr viel lieber. So, alles voller Insekten. So, hier geht's weiter. Weiter nach rechts. Hep, hep und hier hoch. Und hier direkt wieder runter. Okay. Zumindest kommt die Sonne raus. Das ist schön. Und hier geht's wieder runter. So. Nach links geht es gar nicht. Doch, da kommen wir aber runter. Ich glaube, allzu weit lässt sie sich nicht fallen. Nee, so weit runter brauchst du gar nicht, kleine Migu. So, hier wieder hoch. Na, greif schon. Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich erst runter. Na, geh halt. So, hepp, hier rüber.
Und wir haben wieder Täubchen. Das fällt mir jetzt erst auf. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal. Ist das vielleicht sowas wie bei Assassin's Creed? Die Täubchen weisen uns den richtigen Weg? Ich weiß nicht. Da sind auch wieder Täubchen. Hepp. Immer diese Geräusche. Das macht mir Angst. So. Umschauen. Da haben wir ein kleines Geheimnis. Holen wir uns das doch mal. Zack, her damit. Ah, und da haben wir wieder ein großes Vieh. Leider, so viel ich weiß, zählt das nicht, wenn wir das nur mit dem Fernrohr einfangen. Ah, und da haben wir eine neue Kiste entdeckt. Oh, was für ein großes Gebäude. Holla, holla. Eieieiei. Was haben wir da? Wow, Miku kann durch Bäume durchgucken. Das ist sehr gut. Gucken wir nochmal nach links. Da ist auch nochmal was. Ein Geheimnis. So. Das hier ist unser Gebäude wieder, wo wir uns befinden. Okay. Warte mal, kommen wir hier? Nee, da kommen wir nicht lang. So, hier müssen wir wohl wieder runter. Aber bevor wir runtergehen, möchte ich hier auch nochmal schnell mit dem Fernrohr gucken. Ach, was doofes fürs Boot. Immer nur doofe Sachen fürs Boot. So, okay. Dann müssen wir wohl hier runter. Da die Ecke rum. Okay. Also hier runter, da runter und hier die Ecke rum. Dann kraxel mal, junge Frau. Da geht es jetzt nur hier weiter. Mal nochmal, dann müssen wir weiter da rechts rum zu den Täubchen. Krass, dass mir das jetzt erst auffällt. Bei den ersten Häusern auch. Habt ihr das bemerkt, dass da auch so Tauben waren? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. So, die Kamera schwenkt jetzt selber um, um zu zeigen, dass da noch so ein großer, langer Balkon ist, wo wir wohl mal runter können. Da geht es weiter hoch. Genau, hier können wir aber mal hin. Ah, okay, da ist eine Leiter. Was bringt uns das denn? Ich gehe mal gucken. Wow! Geschmeidig hier runtergerutscht. Ah, ihr scheint es auch schon nicht so gut zu gehen. Sie räuspert und hustet ab und zu mal. Gehen wir mal hier rum. Ha! Hahaha. Ein weiteres Geheimnis. Wo wir gerade mal so blöd hier rumstehen. Schauen wir uns nochmal um. Das ist echt wichtig hier in dem Spiel, das regelmäßig zu machen. Sonst findet ihr einfach die Kisten nicht. Gut, man kann natürlich wie wild durch diese Gegend hier schippern und gucken, wo sind denn große Gebäude, auf denen ich noch nicht war. So, hier kommen wir wieder hoch. Heppa. Vorne irgendwie, ich glaube, dieses Rohr, wo wir hoch konnten. Jawohl, da können wir hoch. Kletter mal. So, hier ist ein Vorsprung, sehr schön. Sorry fürs Schmolzen. Aber wie gesagt, ich bin noch ein klein wenig erkältet. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Das sah nur so aus. Dann müssen wir halt diesen Umweg hier gehen. So.
gerade jemand. Ich sehe schon andauernd immer wieder diese Typen irgendwo um der Ecke stehen. Da ist wieder ein Geheimnis. Warum gehen denn hier auch? Da ist wieder irgendwas im Wasser. Leute, Leute. Also ich möchte hier nicht leben. Ach so, von hier kommen wir da nicht rüber. Wir müssen erst hier hoch und dann die Leiter runter. Verstehe. Verstehe, verstehe. Zack. Einmal gerutscht. Nichts leichter als das. So, okay. 14 von 60. So viel haben wir leider nicht gefunden, sondern es ist Bild Nummer 14 von 60. Eben war nämlich 10 von 60 eingeblendet. Was ist das denn? Hat was vom Eiffelturm. Und wird gewittert wieder. Nö, von hier können wir noch nichts Neues entdecken. Aber wo geht's denn hier weiter? Ah, da hinten ist eine neue Leiter. Und schon bin ich hier im Reimmodus. Seite auch nochmal schnell Ausschau halten. Okay, da haben wir was. Ja, leider keine Kiste, sondern auch nur ein Geheimnis. So, und schnell die Leiter hier hoch. Zack, 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 zack. Okay, da hinten ist die Kiste. Kommen wir denn hier ganz hoch? Können wir hier hochgehen? Nein, das kann die kleine Miku leider nicht. Eieiei. Okay, von hier aus. Na. Das kriegt sie nicht hin. Gucken wir mal hier mal mit dem Fernrohr. Wir sind so schön weit oben. Da habe ich die Hoffnung, irgendwas noch zu entdecken. Nicht. Aber vielleicht auf der Seite. Wir gucken nochmal schnell, bevor wir uns die Kiste krallen. Nee, ich glaube, wir haben schon alles abgesucht. Okay, Kiste. Dann komm mal her. Zack. Da dürfte also irgendwas für Insekten drin sein. Insektenspray, genau. Und schon haben wir die Hälfte aller Kisten gefunden. Ich sehe aber leider keine Verbesserung bei unserem Bruder, wenn ich ehrlich bin. Aber nun ja, ich will ja auch keine Wunderheilung hier erwarten. Erst recht nicht unter diesen Bedingungen, wo die zwei jetzt hier leben müssen. Okay. Haben wir wieder diese Kreaturen, die uns zu beobachten scheinen. Bin echt mal gespannt, was es mit denen auf sich hat. Insekten scheinen weg zu sein. Das ist gut, das ist gut. Uns geht es aber auch nicht besonders prickelnd. Okay. Neue Bilder für uns. Und wir können die im Buch nachschlagen. Das machen wir auch. Das verrät uns Miku bestimmt, was wir als nächstes machen müssen. Wir müssen die Wunde säubern. Also müssen wir irgendwas finden, um diese Wunde zu säubern. Okay, wie im letzten Part schon gesehen, scheint der Vater wohl auf die Tochter losgegangen zu sein. Auf Bild 20. Bild 21 bis 24 haben wir jetzt neu bekommen. Der kleine Bruder scheint sich wohl schützend vor seine Schwester zu stellen. So interpretiere ich das mal. Der Vater kommt echt erbost an mit dem Speer und verwundet. Ah, okay. Daher kommt die Wunde des kleinen Taku. Er verwundet mit dem Speer seinen eigenen Sohn. Okay, krasse Sache. Okay, der kleine Sohn, unser Bruder, der flüchtet sich zu seiner Schwester. Ich denke mal, das sind Tränen,
herzzerreißende Szene. Okay, genau. Und die beiden, Miku und Taku, flüchten mit dem Boot vor ihrem alkoholisierten Vater, der auf sie losgegangen ist. Krasser Scheiß, würde ich mal sagen. Und ich gucke mal hier, wie es hier weitergeht. Und das gucken wir gemeinsam in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Bis dann. Ciao.